So ging vor 30 Jahren auch die Sonne auf. Über einen neuen Deutschland, einem Wiedervereinigten, so ganz zu Beginn am 10. November 1989. Was für ein Tag. Die Menschen waren fröhlich und glücklich, tanzten auf den Straßen, hatten nicht geschlafen in dieser Nacht. Denn die Mauer war gefallen durch ihr Engagement. Und Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja, die Kirchen hatten viel damit zu tun, dass Menschen sich in Wochen und Monaten vorher in diesen Schutzräumen treffen konnten, versammeln und ihre Hoffnung Ausdruck geben, mutig und stark sich für das einzusetzen, was sie jetzt befeiern konnten, nämlich Einheit und Friede und hoffentlich bald auch Gerechtigkeit für jeder Mann und jeder Frau. Aber wie wir wissen, nach 30 Jahren, das ist noch ein bisschen hin. Aber zurückzublicken und sich über dieses Wunder zu freuen, das können wir immer noch. Da wie hier, drüben wie hüben, im Osten wie im Westen, und die Unterscheidung gibt es ja Gott sei Dank kaum noch. Also dieses Wunder zu feiern, dafür kommen wir heute zusammen im Gottesdienst. Daran möchte ich erinnern, möchte dankbar sein und möchte nicht glauben, dass die Halbwertszeit von Wundern nur so gering ist, dass wir uns heute kaum noch erinnern können oder morgen, wenn die Festlichkeiten vorbei sind. Nein, sondern immer noch zurückblicken, danken für die Menschen, die damals aufgestanden sind und eine bessere Welt forderten und bekommen haben. Fast überall, fast zu jeder Zeit. Es ist besser geworden, dass wir wieder zusammen sind. Danke, Gott. Danke all den Menschen, die sich eingesetzt haben, ganz mutig und es heute noch tun. Ich möchte mich nicht damit abfinden, dass wir all das vergessen und uns in Problemen wälzen, sondern ich möchte die Probleme angehen, gestärkt und ermuntert durch die Erfahrung, was vor 30 Jahren möglich war. Das ist immer und überall wieder möglich. Und vielleicht spielt Kirche und unser Glaube, unsere Hoffnung dabei immer eine ganz wichtige Rolle. Das wäre doch was, an einem Tag wie heute so etwas zu erinnern. Wunderbar.